Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, wir müssen in der heutigen Folge nach Helheim, weil unser Junge krank ist. Und Helheim ist das Reich der Toten. Bevor wir dorthin gehen, müssen wir aber, glaube ich noch, was ich aus dem Gespräch rausgehört habe, zu uns nach Hause und irgendwelche anderen Waffen holen, weil unsere Frostaxt dort anscheinend im Reich der Toten nicht funktionieren wird. Und ja, wir brauchen ein Herz von einem Brückenwächter, damit wir unseren Sohn helfen können. Und was uns jetzt dort erwartet, das schauen wir uns doch jetzt gleich mal an, würde ich sagen. Und Leute, wenn es euch gefällt, lasst mir doch Support da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, jetzt aber genug gesammelt, ich mache das Bildmachgerät an und wir schauen, dass wir die andere Waffe dort besorgen können. Das erste Mal ohne Atreus unterwegs, also keiner, der uns jetzt helfen kann. Das wird doch schon dunkel. Ausgerechnet Helhe. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Okay, bin mal gespannt, wie wir jetzt dorthin kommen. In Helheim kann übrigens kein Feuer der neuen Welten. Kann kein Feuer erzündet werden. Im Reich der Toten praktisch, aber dort kennt sich ja Kratos schon aus. Zwar nicht in diesem Reich der Toten, aber in die anderen. Athene. Raus aus meinem Kopf. Okay, und wir können unsere Axt nicht ziehen. Ja doch, jetzt. Okay. Hier oben haben wir schon eine Gestalt gesehen. Alter.
jetzt ab, ey. Aber wir durchrennen können. Von hinten! Okay, mit der Axt geht's. Ja, stimmt, mit der Axt geht's nicht. Okay. Schauen wir dem ein bisschen Heilung liegen lassen oder sowas. Okay, die Axt hat uns jetzt hier schon mal nichts gebracht bei den Gegnern. Das sind die Dolche aus den anderen Teilen. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster.
Geile Sache. Eine Tür zur Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja. Okay. Schauen wir, wo sie weitergeht. Da hinten. Die Totenwelt. Nee. Aber er sagt mir eigentlich hier lang. Ich muss zu Brox laden und von dort aus dann dorthin. Okay, Leute, das ist hier ein Ladebildschirm. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Und wir schauen, wo die Tür auftaucht dann. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Schauen, wo die Tür ist. Ah, dort ist er. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes.
Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim. Können wir so ernst ist die zwei Babys hier auch aufrüsten? Ich werde dich im Auge behalten. Chaos klingt, können wir sogar machen, verbessern. Aber wir brauchen die Flamme dazu, da haben wir leider nichts. Okay, lassen wir alles jetzt mal so, wie es ist. Dann schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Okay, schon noch Helheim. Jetzt, da Freya dir die Wendenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Helheim, da ist es. Wir machen es wirklich. Okay, ab ins, ins Reich der Toten. Ich halte dir den Rücken frei. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Odin. Jetzt gibt meine Klinge noch. Die Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brücke. Sie wurden überwacht. Zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke. Sie müsste uns direkt zu ihr. Weißt du, ich hatte gehofft. Alter. Was ist denn los? Ja, ich komme hier nicht weg. Alter Schwede.
zu viel schon wieder verballert hier. Verbrenne Hailsdornen mit dem Feuer der Klingen und mach uns den Weg frei. Okay, dann brauchen wir noch Runenangriffe. Okay, hier warten wir, glaube ich, noch. Scheiße, habe ich das verballert, aber wurscht. Gestorbenen sein. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert.
Schloss. Jetzt. Schon wieder einen anderen Gang gehen können. Sind mächtig, die Dolche. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Okay. Reingerannt. Ja.
dieses Valhall? Liegt es in Hel? Oh nein, Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Ah, jetzt können wir da oben hoch, oder? Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt langsam mal eine Pause, weil ich glaube, dass wir jetzt gleich zu dem Brückenwächter kommen werden. Und das wollen wir doch natürlich ganz sehen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause, und doch schon wieder knapp 35 Minuten. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge, weil ich glaube, es wird spannend, vor allem gegen den Boss, dann gegen den Brückenwächter, bin ich echt sehr gespannt. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.